So, jetzt läuft es stabil. Und dann mal kommen wir morgen. Guten Abend, ihr Krümmel. Weiter machen wir mit unserem Zelda-Abenteuer. Jawohl, hier soll es ja noch ein bisschen weitergehen. In der Game Boy Color-Version von Link's Awakening. Und danach hoffentlich möglichst bald auch die Switch-Version. Fehlt mir erst noch eine Capture-Card und natürlich das Spiel. Schatz, die Switch kann ich mir, denke ich, mal dafür ausleihen. Wir müssen jetzt in die Wüste. Verdammt, wo waren die nochmal? Ich glaube... Au, unten auf der Karte. Ey, ich wollte da gerade hinlaufen, du Blöder. Meine Güte. Geh mal da weg. Im Zweifelsfall können wir ja immer den Ulrierer fragen. Warum bist du gerade so ein bisschen merkwürdig drauf? Was ist das für ein riesen Downloadrate gerade bei mir? Läuft da irgendein Update, von dem ich nichts weiß? Eigentlich bräuchte ich ja die Leitung gerade. Also Steam kann es nicht sein. Steam habe ich nämlich noch gar nicht angemacht. Ich habe nur den Emulator offen bisher. Irgendwas zieht hier gerade massig meine Leitung. Merkwürdig. Naja. Mal gucken. Die Durstwüste im Südosten der Insel. Ist das was finden, das man Wunderschlüssel nennt? Nein. Du musst nicht noch deutlicher werden. Aber ich war richtig mit irgendwo unten. So. Hatte ich noch ungefähr richtig im Kopf. Zumindest. Nachdem ich letztes Mal festgestellt habe, wie viele Sachen ich vergessen habe. Was habe ich denn eigentlich gerade am Tauschzeug? Ein Stock. Stock. Warte mal. Lassen sich damit nicht Bienen von einem Baum holen? Ist das vielleicht eventuell... Wo waren denn die Bienchen? Irgendwie habe ich gerade den Gedanken, dass es irgendwas mit dem Bienenstock zu tun hat, den ich an einer Stelle gesehen habe. Nee, ist der Friedhof. Geht weg, Maulwürfe. Einmal an euch vorbei. Ja, da kommen wir in den Wald. Nee, das war irgendwo in der Nähe. Vor dem Schloss, da war ich mir gerade sicher, da steht ein Baum. Mit einem Bienennest. Oh, wenn ihr schon so spendabel seid, gebt mal her. Nee, da sind wir beim Fotofritzen. Ah, na gut, dann gehen wir halt durch den Wald zurück. Irgendwo müssen wir ja noch den Stock abgeben. Ah, da müssen wir hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Ah, ich hatte das letzte Mal dran gedacht, ihn nicht zu hauen. Ah, diesmal. Ja, ich laufe gerade im Kreis. Wo sind wir hier? Gab es hier nicht irgendwas Besonderes an dieser Ecke? Ihr hört auch irgendwann auf zu spawnen, wenn ich mich nicht irre. Ah ja, genau. Da kommen wir hier ran. Ja. Jetzt habe ich mich natürlich hier an der Treppe eingesperrt. Ein Herz. Irgendwie habe ich sowas erwartet. Ah, nein, da komme ich auf den Friedhof wieder raus. Da brauche ich noch den Enterhaken, das wird noch nix. Na gut. Da brauche ich noch den Enterhaken. Geh weg. Ja. Einmal hat mir gereicht, weil ich total vergessen hatte, wie weh du tust. Danke für das Herzchen. Dreh dich auch wieder um, Link. Sonst funktioniert das Ganze nicht.
Einmal durch den Wald zurück. Ich denke mal, nach Südosten kommen wir ganz gut über den Strand. Da war doch irgendwo Steine. Du sollst ihn nicht berühren. Du sollst an ihm vorbeischlagen, dass wir da vorbeikommen. So, meine Güte. Manchmal stellt der Herr sich etwas dappisch an. Halt. Da lang geht's. Ich meine, da bei dem Krokodil oder so vorbei. Da waren Steine. Ne, da unten, das waren Sackgassen. Das muss hier irgendwo bei dem... bei der Hütte vor dem Obstkrokodil. Wobei... meine ich, müsste das sein. Da wohnt das Krokodil. Ja, schmeißt du nur. Haha! Auf geht's. Nächstes Instrument. Hä? Das ist... aber da sind wir ja hier. What? Das ist noch weiter unten. Da komme ich nicht vorbei, nee. Da unten lang? Nee, das ist eine Sackgasse. Da ist ein Zugang. Komm her, Krabi. So. Aber ich glaube nicht, dass die uns zur Wüste bringt. Ich kann sie trotzdem mal aufpumpen. So. Hier kann ich was finden. Nee, Quatsch. Das ist einer von diesen Feenteichen. Genau. Aber wir sind ja gerade voll. Deswegen kriegen wir nichts. Gab es da keinen Zugang? Da ist die Hütte von dem... Ich kann doch niemals im... Na, wobei, die eine Stelle, waren das zwei Felder oder drei Felder weit? Wo ich da mit den Stiefeln drüber springen musste. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Könnte es mit den... Es könnte mit den Stiefeln tatsächlich passen. Man soll doch den Sprungknopf drücken. Rechtzeitig. Das hat tatsächlich gepasst. Okay. Wir sind drüben. Da ist ein Telefonhäuschen. Schwimmen können wir nicht. Ah, gucke mal an. Was haben wir denn da? Ah, ich habe die... Ja, ich habe das Schwert. Auch... Ja... Das Schwert ja wieder drauf. Aber ich komme eigentlich... Nee, ich kriege ja da die Pflanzen da gar nicht weg. Nee, eigentlich ist es Unsinn, darüber zu gehen. Eine Meerjungfrau starte. Oh, noch eine Muschel. Ja, wenn wir genug davon haben, passiert etwas Schönes. Ich weiß. Aber das wird ein bisschen dauern. Lass mich bitte da durch. Da sind wir hier. Den kenne ich doch schon, den Kollegen. Hä? Aber den kenne ich doch schon, den Kollegen. Moment. Bin mir sicher, waren wir schon mal. Ne? Doch noch nicht. Geh mir aus dem Weg. Lass mich an den Krabbelkrabben vorbei. Okay. Wo haben wir denn hier für ein Labyrinth? Ach, die Meerjungfrau. Die schenkt uns nachher eine Schuppe. Aber ich weiß nicht mehr, was sie haben wollte. Was wollte sie haben? Eine Blume für ihr Haar? War die es bei ihr? Dieses Teil der Macht möchte ich eigentlich gar nicht. Aber es droppt halt manchmal.
muss aber eigentlich eher Südosten. Ey, du fliegst da oben. Wie kannst du mir wehtun? Ich muss doch irgendwie da runter, aber ich kann nicht darüber. Was haben wir denn hier? Zum Zoodorf. Okay, da bauen wir einen Enterhaken. Okay. Ach, wenn er schwimmt, kann ich ihn nicht töten. Boom. Das mit den Kristallen wissen wir. Später kann man den Enterhaken benutzen, um darüber zu kommen. Der sollte dann auch im nächsten Dorf sein. Dorf. Dungeon. Fängt beides mit D an. Willkommen im Zoodorf. Ach, das war hier. Ach ja, so am Tag könnte ich ein Lied von Mario vertragen. Ist heute so langweilig. Hier ist niemand zu Hause. Hey, was hast du unter dem Vasen versteckt? Komm schon, da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Nein? Ach, schade. Na, noch ein Herzchen. Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walrus diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Ein faules Walrus liegt da, sagst du. Aha. Noch ein Krokodil. Und das malt. Das ist ein Maler. Stimmt, ich bin Krokodilius. Die nächste Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert. Kann ich für euch später machen. Hallo, Hippodame mit der hübschen Schleife. Ich soll abhauen? Okay. Dann eben nicht. Schlecht gelaunt, die Dame heute. Dann nicht. Puh. Noch mehr Hasi. Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Möwendorf einen Traumtempel mit einer XXXX geben soll. Hm, ob das wohl stimmt? Mit einer XXX. Moment, liest du da einen Brief? Bist du die Brieffreundin von dem Dr. Wright? Hm, du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich erst gar nicht. Hm, über Hibiskus würde ich mich schon freuen. Du willst eine Blume haben. Ich dachte, die Blume ins Haar bei der Nixe? Wieder irgendwie was falsch erinnert. Dass alle immer irgendwie so Wasserpfützen in ihren Häusern da haben. Ist wohl denen ihre Art Badezimmer. Hallo, Heisi. Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Der geht's gut. Die hat uns das letzte Mal auch wieder ein Lied gesungen. Hallo, Herr Bär. Was kochen Sie denn heute? Mir fehlt noch Honig für meinen Bäreneintopf, aber wo soll ich den nun herbekommen? Ich weiß wo. Ungefähr. So genau habe ich den Baum jetzt gerade nicht mehr wiedergefunden, aber ja. Dazu muss ich schwimmen können, da komme ich nicht runter. Dann geht's wohl hier lang. Ein Teleporter. Nee, Moment. Ich dachte, es ist tiefes Wasser. Komme ich ja doch dran an den Teleporter. Na? So, zack. Eingang zur Durstwüste. Da liegt das fette Walross. Schnarsch. Der träumt von Marin. Okay. Habt ihr hier noch irgendwas versteckt? Oder was ist das für ein... Aha. Den habe ich eben nicht gesehen. Da ist was. Finde ich da auch noch ein Herzteil oder sowas Feines?
kommt mir das bekannt vor. Au, geh weg. Ah ja, ein Herzteil, aber ich komme so nicht ran. Okay. Lass mich in Ruhe. Upp. Nein, 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 nein! Ah, verdammt, ich bin an dem blöden Stein ein bisschen abgerutscht. Da komme ich auch nicht weiter. Der träumt von Marin. Dann bringen wir ihm doch vielleicht mal Marin. Vielleicht kann sie ihn wecken. Halt, das nehme ich gerne mit. Wenn das ein Teleporter ist, dann... Ja, es ist nicht tiefes Wasser. Dann können wir hier durchlaufen. Upp. Haha. Können wir den hier abkürzen. Richtung Dorf. Ich könnte mehr Bomben gebrauchen. Hat du vielleicht noch ein paar... Ja. Sehr teuer sind die ja nicht. Können wir uns kurz zwischendurch drin leisten. Ja, damit. Und dann trotzdem noch auf den Bogen sparen. Also so ist es ja nicht. Steht sie noch hier? Ah ja, da ist sie ja. Marin, sprach dich. Ich liebe diese Melodie. Und du, Link, was liebst du? Jetzt singt sie wieder nur das Lied. Kommt aber nicht mit. Alla gut. Du erzählst mir nichts Neues. Nein, du sollst die Blume hauen da. Gibt's hier noch was Besonderes? Nee. Ich könnte versuchen, die guten Rubine zu fischen, aber nee. Muss nicht sein. Wie bekomme ich Marin nochmal darüber? Ja, das weiß ich. Dir geht's gut? Finde ich gut. Ich habe jetzt mit allen Leuten im Dorf gesprochen. Und auch das Walross. Hm. Was mache ich jetzt? Kein Herz, Geizkrank. Neuen Hinweis bekomme ich auch nicht. Na gut. Herzen gesammelt. Gut, sind wir wieder voll. Geh weg, Stachy. So. Sonst hier noch irgendwas versteckt? So zum Aufbomben oder so. Das haben wir ja schon gefunden. Na gut, dann versuchen wir mal den Honig für den Bär zu bekommen. Vielleicht bringt uns das weiter. Moment. Jetzt muss ich nochmal gucken, das müsste... Ach nee, das ist das Haus. Das war doch nicht das von dem Prinzen. Der Prinz, der war woanders. Ich bin viel zu tief. Da ist das Haus von dem Prinzentyp. Hier irgendwo auf einem der Felder. Da irgendwo. Da war doch Dings. Der Baum mit dem Bienennest. Ah! Ich bin zu langsam. So, jetzt. Ohne mein Schwert fühle ich mich so nackig. Ach, komme ich ja nur in die Höhle. Ich müsste wieder da oben hin. Eigentlich.
Na gut. Nee, also wenn, dann kommt man von der Treppe da hoch und dann in die andere Richtung. Aber so rum kommt man nicht an die Treppe rein. Komme ich von hier auch wieder rüber? Ja. Ah, zu früh. Zu spät. Ach, gut. Ach, komm. War das jetzt echt zu viel zu früh? Jetzt. Entweder klicke ich zu spät oder zu früh. Jetzt. Menschenskinder. So. Muss ich doch den anderen Ausgang nehmen da oben. Lass mich zurück ins Dorf. So. Nicht aus Versehen berühren. Gehen wir halt die andere Richtung. Ey! Ich hab dich zuerst gehauen. Dover. Bringt uns wahrscheinlich schon was mit dem Honig. Ich dachte eigentlich, er müsste mit dem Stock runtergeholt werden, aber es müsste auch mit dem Pegasusstiefel hinhauen. So. Jetzt sind wir halbwegs richtig. Jetzt muss ich nochmal gucken. Naja, ich bin mir sicher, dass es irgendwo hier war mit dem Baum. Oder war er doch da oben? Ach Gott, wir haben ihn erst letztens gesehen. Den Baum. Nee, da ist er doch. Alles klar. Okay, er wird den Stock von uns nehmen. Und dann von den Bienen gestochen. So rum war das. Ja, hi Link, ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du ihn mir mal kurz? Ja, bitteschön. Ich behandle nachher nicht deine Bienenstiche. Tschüssi. Danke für die Bienenwaben. Plötzlich hast du statt eines Stocks eine Bienenwabe. Naja. Hehe. Nein, 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 nein. Ah, ich bin doof. Ich bin doof. Das war echt doof. Ein Herz für mich irgendwo. Danke. Üppa. Abkürzung. Jetzt habe ich den im Zoodorf gefunden, also kann ich den auch benutzen. Danke für das Herz. Jetzt müssen wir beim Dorf sein. Ja, jawohl. Tada. War das das? Oder was eigentlich da oben? Nee, das war hier. Der schenkt mir jetzt die Ananas, die Linie ihm liegt, oder? Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genau so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Eigentlich nicht, aber ich werde sie brauchen. Du hast die Wabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Hähnchen süß-sauer mit Ananas in der Soße. Schmeckt gut. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Den Hinweis haben wir eben noch gebraucht. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Danke, Herr Bär. Bevor er das nicht gesagt hat, wird uns die Marin nicht helfen. Hatte ich irgendwie schon befürchtet. Auf geht's. Noch ein weiteres Herz? Nein? Ah, schade. Zack.
Steht sie noch da? Nee, sie ist weg. Marin, sie sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen. Verstehe ich nicht. Bin ja nur ein kleiner Junge. Bin noch viel zu klein dafür, um Frauen zu verstehen. Ich wollte dich nicht anreden, ich wollte den Busch da zacken, aber okay. Das große Ei auf dem Tamaranschberg, man sagt, der Wind verschlafe darin. Warum? Frage ich mich auch. Ich wollte gerade schon sagen, keine Monster? Doch. Haha. Aber wo wird sie sitzen? Gehen wir erstmal den Weg ohne Starris. Lässt du dich töten? Mann, Mann, Mann. So. Bist du hier? Nein. Das gehört noch zum Strand. Ach, hier unten vielleicht. Ja, ja, da sitzt sie doch. Hallöchen. Oh, Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Link und reden, aber okay. Er ist ja nicht so der Gesprächigste. Aber für dieses schöne Bild, warum nicht? Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Der starrt nur aufs Meer, der will eigentlich wieder nach Hause. Wenn ich eine Möwe wäre, ich würde nach weit draußen fliegen und überall für die Menschen singen. Das, was Möwen von sich geben, klingt nicht wirklich wie Gesang, aber ja. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo Link, hörst du mir überhaupt zu? Ja, schon, irgendwie. Link, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Ja, 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 ja. Der hat nur Zelda im Kopf, der ist schon vergeben. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Okay, dann lass uns losgehen. Und typisch Link wird erstmal alles hochkommen. Der hebt die Marin einfach mal so. Da-da-da-da. Marin, komm mit, das ist die Gelegenheit. Ja. Jetzt haben wir die im Schlepptau. Und sie braucht, glaube ich, keine Pegasus-Stiefel, um uns hinterher zu hüpfen. Ahahaha. Nein, brauchst du nicht, aber ich bin wieder zu doof. Den Knopf im richtigen Moment zu drücken, verdammt. Jetzt, so. Meine Güte. Wo war das Dorf? Jetzt bin ich gerade wieder durcheinander. Da sind wir gerade. Ach ja, genau, das war ja durch die Höhle. Die ist hier. Wehe, du tötest Marin. Lasst uns durch. Ich habe kein Interesse daran, mich jetzt mit euch zu prügeln. Ich habe Damengesellschaft. Bei mir. Die möchte ich jetzt heile ins Dorf bringen. Nee, doch. Miss Adala? Nee, da war eine Sackgasse. Wo laufe ich denn wieder hin? Ich konnte die Karte mal auswendig, aber irgendwie ist alles verloren gegangen. Ja, die Marin, die hat Superkräfte. Die kann springen und sprinten ohne Pegasus-Stiefel, springen ohne Feder.
Die hat echt super Kräfte. Geh mir weg, du blöder Bomber. Gib mein Herz, please. Yes, danke. So, aber jetzt bin ich richtig. Ja, da ist sie ja, die Marin. Nee, Quack. Da muss ich lang. Da runter ging's. Noch ein Herz, sehr gut. Ich bin echt mal auf die ganzen Designs gespannt aus der Switch-Version. So. Marin, bitte einmal das Walrus aufwecken. Ja, das sollen wir aufwecken, irgendwie. Weil ich nicht verstehen kann, wie ein so schönes Lied jemanden erschrecken kann. Ich finde das eigentlich weniger erschreckend, sondern eher schön. Wenn sie ihm jetzt mit einer Trompete ins Ohr getrötet hätte oder so, das würde ich ja als erschreckt verstehen, aber... Und Blums. Ja, der hat sich jetzt erschrocken. Hallo Hase. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Karnickel. Der will nur, dass du für ihn auch noch singst. Im ganzen Dorf. Naja. Dann gehe ich mit ihm jetzt ins Zoodorf. Komm doch später nach. Machen wir. Wir schauen nochmal bei dir vorbei. Jetzt geht's erstmal die Wüste. An die Dinge habe ich mich jetzt gar nicht erinnert. An diese hier, ja. Aber an das da? Konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Dankeschön. Nein, nicht schon wieder so ein Ding. Geh weg damit. Hey! Mein Schwert hatte ich 100% berührt. Da bin ich mir sicher. Was ist das für ein... Das ist ein Kaktus, oder? Ja, muss ein Kaktus sein. Das ist der Wüste. Noch mehr. Oh Gott, ah! Wo kam der Stachel jetzt her? Der Feigling. Ah, in dem Moment, als einer gestorben ist, muss der sich da eingegraben haben. Das hier oben wirkt sehr verdächtig. Ich glaube, wir packen mal die Schaufel aus. Ah. Irgendwie wirkte es so verdächtig. Da kann man schon wieder runterspringen, aber ich, das ist nicht genau das, was mir so verdächtig vorkommt gerade. Nee, okay. Dann nicht. Oh, ich erinnere mich. Ein Ameisenlöwe war das, wenn ich mich nicht irre. Dankeschön. Ah, so. Das hat er das letzte Mal gemacht. Hat sich da verkrochen. Mhm. Was wollt ihr da von mir? Aber unter den Gang den durchbuddeln könnt ihr euch nicht. Die müssen ja Mordswurzeln haben da. Dass ihr das nicht hinbekommt. Schlaf ist gegen das Ende das Bösest. Nie verstanden. Welcher Trottel läuft auf meinem Sand herum? Ich. Komm, sehr viel hältst du bestimmt nicht. Na, okay. Zwei Treffer lande ich immer. Au! Ich wollte dann schon ausweichen, aber irgendwie. Jetzt, du müsstest den Schlüssel haben. Ich bin her. Plump. Ta-da-da-da-da. Der Wunderschlüssel öffnet sich. Damit öffnet sich das Tor zum Wundertunnel. Hier ist... Nee, hier sollte eigentlich nichts sein. Die Wand sieht auch nicht verdächtig aus. So, wir haben den Schlüssel. Hat ja lang genug gedauert. Und was ist hier?
Ist hier eine Treppe drunter versteckt? Nee, eine Muschel. Haha. Geh bitte weg. Ah, zu weit unten. Ich war zu weit unten. Sind nur zwei gestorben. Nummer drei. Kein Herz. Okay. Dann haben wir das erledigt. Krönender zurück ins Dorf. Aber wo ist der Wundertunnel? Wo war der? Ach, hallo Uhu. Sag mir das nochmal. Ich habe echt so viel vergessen von damals. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Ah, okay. Da lang. Wenn ich hier lang gehe, komme ich wieder ins... Nein, Quatsch, ich muss da lang. Ich will mit dem Teleporter dann jetzt da hoch. Da war was. Ja, stimmt. Ein Level. Zwei waren sogar oben. Einer war noch ganz weit oben auf dem Berg. Ah, oh, die hören ihr jetzt alle zu. Sehr schön. Aber was ich mit der Ananas jetzt anfange, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Wollte der Tari nicht die ganze Zeit Vitamine haben? Das war es, glaube ich, nicht. Wo gehe ich denn hin? Teleporter ist da unten. Die Ananas muss man auch noch umtauschen. Ah, das kann man später machen. Da wollte ich noch nicht hin. Noch eins weiter. So. Da sind die Wasserfälle. Ich denke mal, die sind gemeint gewesen. Die Treppe ist es garantiert nicht. Das ist zu tief. Das ist noch zu tief. Wo das Wasser verschwindet, musst du runterspringen. So, erstmal den Schlüssel einstecken. Hallo, Wundertunnel. Aber ich kann so da nicht runterspringen. Doch, die Treppe. Oder? Ja, es muss die Treppe sein. Nein, kann es nicht sein. Irgendwo müssen wir noch eine Stelle haben, an der wir jetzt da runterkommen. Ich kann doch da nicht einfach... Nee, das ist blockiert, ne? Da ist Mammushöhle. Ah! Das Ding wollte ich eigentlich nicht einsammeln. Zu spät reagiert. Wo das Wasser verschwindet. Das Wasser ist alles tief. Alles tief. Kann da nicht rein. Da sauf ich. Ja, da sauf ich. Den Stein bekomme ich da nicht weg. Oh Gott, wo war nochmal der Eingang? Wie kann man nochmal da rein? Das ist ein Schiebestein. Den müsste ich von der anderen Seite ins Loch schieben, aber nicht so rum. Gott, schaffe ich in den 2 Stunden nur einen Dungeon, weil ich mich an gar nichts erinnere, wie das ging.
Der kann gar nicht so weit weg sein. Komm. So ewig weit weg sein kann der ja dann auch nicht. Das hier sieht irgendwie verdächtig aus. Nope. Wo das Wasser dann verschwindet, hat er gesagt. Fotofritze. Ja, da bin ich noch mal im Kreis. Vielleicht dadurch. Ja, das ist hier lang. Au. Da war sie ein Tick schneller als ich. Ja, jetzt wo wir ganz die Dings haben, die Stiefel, müsste das gehen. Bam, bam, bam. Ist nur die Frage, wie mache ich das am besten? Ah, nein. So nicht. Na gut. Ah, nein. Das fällt mir jetzt runter. Schade. Nee? Hm. Nee? Ich dachte, das ging. Ich dachte, die Kristalle kriegt man so kaputt. Dann muss ich da wohl da unten den Kristall benutzen. Ah, falscher Knopf. Ey, eben habe ich aber wirklich A gedrückt. Nein, 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 nein. Ah. Das ist nur der Weg, wenn du mit dem Dungeon fertig bist. Kannst ganz normal zerhauen mit dem Schwert. Ah. Wenn ich mal rüberkomme. Aber wo war dann der Zugang? Stimmt. Stopp. Ja, so kriege ich den nicht kaputt. Nein, 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 nein. Ah. Kriege ich von euch ein Herz? Aber wo war denn der Zugang? Ah. Wo war der richtige Zugang? Ich habe das Spiel vor über 13 Jahren oder so habe ich das gespielt. Da ist noch was. Nee, Quatsch, habe ich schon ausgerüstet. Bup, 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 bup. An der Kiste war ich aber schon. Haha. Da ist der verirrte Wanderer. Jetzt habe ich's. Gibt's hier noch was zu finden? Ich glaube nicht. Die Wasserfälle kommen mal nicht hoch. Ich könnte da an einem Herz graben. Haha. Nee, da ist das Wasser zu tief. Ich guck jetzt noch kurz da in die eine Höhle rein. Jetzt bin ich richtig. Da an der einen Stelle komme ich ja jetzt dann in den Eingang. Und wo komme ich hier hin? Ach, Kristalle. Laberherzen. Kiste. Hey! Wer hat denn solche Kisten aufgestellt? Herzen. Das Ding will ich nicht. Helf mal dem verirrten Typi. Ich habe seinen Namen vergessen. Tja, ich habe mich verlaufen, wie ich es vorher gesagt habe. Jetzt bin ich so K.O., ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Wir haben die Ananas dabei. Guten Appetit. Die sieht lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Nom, 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 nom. Lecker. Ich gebe dir dafür einen Hibiskus. Dankeschön.
Hippodame. Zoodorf. Nein, Quatsch. Die Ziege. Mit dem Brief. Die wollte den Hibiskus. Ich kann da abkürzen. Das ist der Vater von der Mutti mit der Yoshi-Doll-Quest. Ja, das weiß ich noch. Aber der hatte mir, glaube ich, seinen Namen auch gesagt, als ich ihn ansprach. Der ist mir entfallen. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt aber Wundertunnel mit einem halben Herz, aber egal. Irgendwer wird hier schon ein Herz droppen. Geh weg, Knirps. Mann. Nein, ich hab's doch noch gar nicht berührt. Ach, na gut. Ich hatte es noch gar nicht berührt, das Ding. Der ist so gierig nach dem Ding gewesen. Der wollte es unbedingt haben. Ich stecke fest. Ich habe in der Tür festgesteckt. Das war gerade nicht so schön. Da haben wir den Kompass. Sehr schön. Aber da komme ich jetzt nach rechts nicht weiter. Ja, ich drücke B. Du musst mir den ganzen Text nicht nochmal runterrattern, wenn ich B drücke. Ich bin blöd. Tiefes Wasser. Komm schon. So. So. Ah, nein. Ich wollte eigentlich den Rubin einsammeln, bevor er ins Wasser fällt, aber gut. Da war er plötzlich weg. Dann ein kleiner Schlüssel. Aber du musst sterben, sonst geht die Tür nicht auf. Dankeschön. So, zack. Es nervt mich jetzt total, dass wir jetzt die ganze Zeit die Musik vor dem Ding haben, aber gut. Zu früh. Irgendwie stimmt mein Timing mit Sprüngen heute so gar nicht. Ja, komm, 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 komm. Ach, geht ja gar nicht. Ich habe bisher nur diesen einen. Ja, ich habe bisher nur diesen einen Schlüssel bekommen. Dann müssen wir in die andere Richtung gehen. So. Checke einmal kurz darüber. Oh, Bomben. Bomben nehme ich gerne. Habe erst letztes 10 Rubine dafür ausgegeben, aber gut. Warum auch nicht? Ich komme da mit einem Jump. Komme ich hin? Ja, komme ich. Ich sagte, ich komme da hin. Und drücke natürlich wieder in den falschen Momenten. So. Das Timing passt heute so gar nicht. Dafür bin ich jetzt darüber gehüpft. Aller gut. Die Truhe da oben müsste noch ein kleiner Schlüssel sein. Da war gerade das Geräusch, genau. Da ist nochmal viel zu ruhig. Du hast den Steinschnabel. Die Statue habe ich aber noch nicht gesehen. Die müsste demnächst irgendwo zu finden sein. Ah ja, da ist sie schon. Oh ne, das war der Dungeon mit diesem Ding. Hoppla, warum kriege ich jetzt Schluck auf? Ja, ich kenne die Karte. Ich weiß, wie eine Karte funktioniert. Das war das Ding. Okay. Interessante Form für einen Tunnel, aber gut. Kisten, 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 Boss. Ich weiß noch nicht mal, was der Boss hier drin war. Wieder schön. Ha, diesmal hat es aber geklappt.
So. Das hier brauche ich kurz. Au. Das war nicht so geplant. Ich bin doof. Ich hätte vielleicht eine von den Vasen dagegen werfen sollen. Wenn das Ding mal vorbeigeht. Nein, doch nicht. Dann ist es eine Bombe. Ich war mir gerade sicher. So. Wo nutzt du jetzt hin? Okay. Her damit. Die Karte sieht irgendwie aus wie so ein Drachenkopf, finde ich. Aber ich erinnere mich echt an so viele Sachen gar nicht mehr. Dich konnte man, glaube ich, töten, wenn du runterkommst. Ups. Muss es aber nicht zwingend sein muss, können wir das vermeiden? Das war ganz knapp an meinem... Ich war ganz knapp an meiner Nase vorbei. Den Kollegen, da will ich gerne aus dem Weg räumen, aber er möchte nicht aus dem Weg geräumt werden. Wenn man ihn dreht, sieht er aus wie ein Fisch. Aber es gab da noch mal extra einen, der aussah wie ein Fisch von der Seite. An den erinnere ich mich noch. Ja, die Vase war Nummer 2. Genau, da war der Djinn-Boss. Lass mich durch. Nicht ins tiefe Wasser fallen. Wir können noch nicht so tief... in tiefem Wasser schwimmen. Musst du ausgerechnet da lang gehen? Aber am besten war immer noch der 8., der so viele Einzelteile, Ebenen hatte. Quatsch, wo gehe ich denn lang? Bei dem war ich damals froh, dass ich ein Heft hatte, wo drin steht, wie der funktioniert. Bis ich die blöden Säulen alle gefunden hatte damals. Mal gucken, ob ich zumindest das wieder hinbekomme. Stachy stirbt. Ach, verdammt. Ich bin hier. Du bist voll an mir vorbeigelaufen, du Idiot. Ich muss euch leider töten, sonst geht die Tür nicht auf. Ich hab den doch noch gar nicht berührt. Ne. Ich dachte, der kommt jetzt in meine Richtung. Wohl doch nicht. Na, dann nicht. Da muss ich eh nicht mehr hin, was da blockiert ist. Also, egal. Du stirb. Und ihr nach Möglichkeit lasst mich da. Oder ihr stirbt auch. Selber schuld. Dafür müssen wir schwimmen. Eindeutig. Bei 4 Felder schaffen wir garantiert nicht. Ach, nicht so ein Ding. Das war erst der 7. mit den Säulen. Was war dann der 8.? Da vertausche ich gerade wieder was. Und jeder ist jetzt ca. 10 Minuten wachbar, ja. So ungefähr habe ich das auch gemerkt beim letzten Mal. Das ist mir aber damals beim Zocken nicht aufgefallen. Muss ich echt sagen. Es hat halt damals nicht so viel auf eine Cartridge gepasst, ne? Ja. Ich muss dich in einem ganz bestimmten Winkel erwischen. Das geht auch. Ja, ich muss das schieben. Au. Hier gibt's einen Schlüssel und es braucht einen Schlüssel. Was gab's hier? Ah, das ist aber bestimmt der Durchgang zum Boss. Was mir aber noch nichts bringt, weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Na, das ist, wenn der Boss uns rübergeschubst hat. Das ist, glaube ich, wieder so einer gewesen.
Nein, du sollst nicht da wieder reingehen. Du solltest eigentlich hier lang. So. Oder wir finden da den Schlüssel, der da runterfällt. Auch gut. Au, nein, nein, nein. Warum springst du darüber, wenn du in die Richtung guckst? Was war denn das für ein Kack? Wir hätten darüber in Sicherheit springen können. Ach, Mist. Ah, nur weil ich einmal so blöd von der Plattform gerutscht bin. Geh mir aus dem Weg. Ah, nein. Ah, so ein Zwerg. Na komm. Also, ich habe den bestimmt jedes Mal berührt. Die Hit Detection schon immer so schlecht? Ich habe doch den Knopf gedrückt. Also ich habe irgendwie aber in Erinnerung, dass ich das nicht so gefehlt bin damals. Aber gut. Naja. Man konnte die letzten Dungeon auch vertauscht machen. Deswegen komme ich vielleicht auf die andere Reihenfolge. Das kann sein. Das kann sein. Zwischendurch muss ich dann ja auch mal schauen, ob man dann den Farbdungeon noch macht. Und sich die Sachen holt. Jetzt. Nein, du stirbst. So. Du musst mich da durchlassen. Weil ich den kleinen Schlüssel brauche. So, und diesmal nicht wieder dappig da von dem Ding runterfallen. Ach, da war was. Okay. Da war was. Bin mal gespannt, an wie viel ich mich bei Wario Land da noch erinnern kann. Das wollte ich auch noch spielen und das ist auch Jahre her, wo ich das gespielt habe. Falscher Knopf. Ne, ich habe gerade keinen kleinen mehr. Der eine kleine, den ich da gerne einsammeln würde, kann ich noch nicht nehmen, weil ich noch nicht schwimmen kann. Nicht die Wand knuddeln. Danke.